Sie sind aus Berlin. Oskar, Linus, Marlena und Milene. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Bayan, Said, Rashad und Akrab. Alle zusammen wollen wissen, was geht. 3 Monate lang. Oha, wir bekommen Alter, wirklich Handy. Alter, das ist geil. Ich muss dich warnen. Mein Zimmer ist so unordentlich. Findest du hier schlechte Größen? Und wie übersetzt der nicht richtig? Was soll ich mir sagen? Jetzt bei Berlin und wir. Wir werden mit der Sonne aufstehen. Hey. Wir brauchen eine bessere Welt. Es gibt wie die Sonne morgens aufgehen. Hey. Hat uns das Leben viel zu geben, geben, geben. Die 8 lernen sich heute zum ersten Mal im Kunstraum einer Berliner Schule kennen. Ich würde jetzt am liebsten diesen Briefumschlag aufreißen und wissen, wer da drin ist. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wer sich da drin verbirgt. Ich freue mich drauf. Ich habe Akram oder so. Aus dem Irak. Er spielt Schlagzeug und er dreht YouTube-Videos. Musik mache ich ja auch und das, denke ich, passt ganz gut dann. Ja, ich glaube, er wird cool. Ich mache bei Berlin und wir mit, weil ich das interessant finde, mal die Situation mit den Flüchtlingen und so aus der Perspektive eines Flüchtlings zu sehen. Said aus Afghanistan, Hobby Fußball. Und so sieht er aus. Mir macht es Spaß, neue Dinge kennenzulernen, was zu lernen von anderen Kulturen. Also es ist Bayern aus Syrien und ihre Hobbys sind Singen, Frisuren und sie mag Tiere. Ja, sie sieht sehr nett aus. Sie hat eigentlich auch die Hobbys so, die ich habe. Also gerade das Singen auch. Ja, ich würde einfach mal neue Leute kennenlernen. Einfach mal sehen, ja, wie sind sie? Sind sie nett? Sind sie außergewöhnlich? Haben die, wie gesagt, andere Interessen? Okay, sie hat auf jeden Fall ein sehr nettes Lächeln. Und sie heißt Rashad. Sie ist aus Syrien. Sie mag Judo, Zeichnen und Sprachen. Ich wollte gerne mitmachen, um einfach herauszufinden, wie sich die Flüchtlinge fühlen, was sie schon so erlebt haben und wie sie hier zurechtkommen, wie sie hier leben. Und im Zimmer nebenan. Und woher kommst du? Irak. Irak, Kurdistan. Ich mag arabische und ausländische Musik. Was ist dein Lieblingslied? Auch sie haben Umschläge mit ihren jeweiligen Partnern erhalten. Der heißt, das ist eine Frau, Linus, Hobby, Musik, Filmmaking, also ist ein Mädchen. Nein? Ja. Okay. Ich will mit Berlin und wir Projekt mitmachen. Weil es macht viel Spaß, mit neuen Freunden kennenzulernen, deutsche Leute. Er heißt Oskar, Hobby Rudern und er ist ein Junge. Ich mache mit, weil ich dann leichter Deutsch lerne. Ich lerne auch deutsche Sachen kennen und was andere Jugendliche sonst so machen. Marlene, Hobbys, Fußball. Sie sieht von richtig nett aus und ich glaube, wir werden uns richtig gut verstehen. Also ich möchte neue deutsche Freunde kennenlernen, weil die Freunde, die ich jetzt habe, sind eher Ausländer. Und ich möchte wissen, was das deutsche Geschmack so ist, was sie alles mögen, was sie alles so tragen. Hobby, singen. Also singen, also du singst auch gerne. Bei Kegeln weiß ich nicht und Seifenkisten auch nicht. Also singen, sie singt gerne. Brandy? Ja. Music? Ja.
Ich freue mich auf sie. Sie ist hübsch und hat Grübchen. Ich freue mich, dass sie Musik macht. Das Experiment beginnt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und aufgeregt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf, den Akram kennenzulernen. Hi, ich bin Linus. Hi. Oh, mein Haar. Okay. Hi, ja. Hi. Was für ein YouTube-Video machst du denn? Ein Schlagzeug. So wie du Schlagzeug spielst? Ja. Cool. Ich bin 12 Jahre alt, ich komme aus dem Irak. Mein Hobby ist Schlagzeug. Ich kann vier Sprachen: Deutsch, Englisch, Arabisch und Kurdisch. Ja, er scheint wie ein netter Typ zu sein und ich glaube auf jeden Fall, dass wir miteinander coole Sachen machen können. Linus ist wie mein Bruder, er ist ein netter Junge und ja, er spielt auch Gitarre, das freut mich sehr. Malina ist die Nächste. Vier Gitarren, eine. Hallo, ich bin Malina. Ich bin Rassad. Hallo. Also der erste Blick hat mich richtig fröhlich gemacht und ich war richtig gespannt, was wir alles noch zusammen tun werden. Ich hätte gedacht, dass du 13 oder 14 bist. Auf dem Foto siehst du irgendwie älter aus. Ich hätte auch gedacht, dass du 13 oder 14 bist. Gott, das Foto ist so schlimm. Mein Foto ist noch schlimm. Nein. Auf dem Foto fand ich, sah sie aus wie 13, 14 und in echt ist sie halt einfach 11. Und das war ziemlich krass. Boah, ich bin total aufgeregt. Ich habe so schwitzige Hände. Es ist sehr aufregend zu wissen, dass die anderen jetzt schon alle ihre Partner da kennen und ich dann so der Letzte bin. Milan. Hey, Bayern. Hallo. German. Jetzt? Ja, Arabisch. Okay. Ich finde sie sehr, sehr hübsch und auch sehr nett. Und ich glaube, dass es mit der Sprache sehr gut werden wird. Ich werde ihr da schon sehr gut helfen. Malina. Milane. Genau. Bayern. Okay. Ich kann mit ihr noch nicht viel reden, aber ich finde sie sehr nett. Ich möchte gerne schnell die Sprache lernen, um mit ihr reden zu können. Nun bin ich der Letzte. Ich bin total aufgeregt. Du bist Said? Ja, ich bin Hallo. Und wie alt bist du? Ich bin 14. Und du? 14? Ja. Ich werde 13. Du siehst aus wie 15, 16? Ja, wieso? Ja, ich weiß. Du siehst sehr viel älter aus. Mhm. Du bist älter als ich. Bis jetzt habe ich noch keinen deutschen Freund. Oskar ist der Erste. Die Jungs sind schnell auf einer Wellenlänge. Es fällt Wasser runter. Und was machen die Mädchen? Bei uns war es halt eher so, dass die Jungs sich direkt so gut verstanden haben und direkt einfach rumgerannt sind, ohne mehr übereinander zu wissen. Und bei uns Mädchen war es halt so, dass wir nochmal miteinander gesprochen haben, um mehr übereinander zu erfahren. Hast du in Syrien so Sachen mitbekommen von den Anschlägen oder warum bist du geflüchtet? Bomben und tote Menschen. Ich konnte ein ganzes Jahr nicht mehr zur Schule gehen. Es war so gefährlich in Syrien. In der Nähe von meiner Schule sind ständig Bomben eingeschlagen und Schüsse gefallen. Wenn man es im Fernsehen sieht, ist es meistens so, dass man das einfach sozusagen rein und dann wieder rauskommt. Und wenn man dann jemanden kennt, der sowas wirklich erlebt hat, dann überlegt man sich vielleicht mehr darüber. Und ja, das ist einfach viel schlimmer, als wenn man es im Fernsehen sieht. In den nächsten 3 Monaten sollen sich die Jugendlichen noch besser kennenlernen. Dazu erhalten die Teams immer wieder unterschiedliche Aufgaben.
Ihr findet hier im Raum bewegliche Wände. Heute präsentiert ihr darauf euer Mitbringsel in eurem Style. Die Mierendorf-Schule stellt dafür jede Menge Material zur Verfügung. Boah, Camouflage! Guck mal, noch mehr Glitzer. Was machen die Jugendlichen daraus? Die. Ja. Die. Die. Ach so, die. Die. Ja. Alles okay. Ich habe viele Hobbys, aber meine Leidenschaft ist das Singen. Sie malt ein Herz mit unseren beiden Namen. Sehr süß. Sehr toll, ja. Ganz unten auf dem Bild habe ich Blumen und das Meer gemalt. Solche Blumen hatte ich zu Hause auf dem Balkon. Ich habe bei dem Bild die ganze Zeit an meine Mutter gedacht. Ich wollte zeigen, was und wen ich vermisse. Das ist mein Pfadfinderausweis. Ich mache Pfadfinder. Das ist so ähnlich wie ein Jugendtreff. Zaids Hobby ist international. Fußball. Was ist denn das? Das ist meine Foto von meinem Fußballverein. Oh, cool. Und wo spielst du? Ich spiele im FC Brandenburg 03, die 1. Okay. Also, Fußball ist ja mein Hobby. Dann habe ich hier einfach nochmal Fußball stehen. Die Schleife ist ja von dir. Also wir mögen beide sehr gerne bunt. Ich liebe es auch, Natur zu zeichnen. Also ich habe mir den Vogel gemalt. Was ist das eigentlich? Das bin ich als kleiner Junge, der Klavier spielt und große Schuhe anhat. Die Sticks mitgebracht? Weil ich Schlagzeuger mache. Das ist mein Hobby. Das Highlight des Tages kommt noch. Mann! Kiste. Das war. Hey, hier. Geil. Ja, geil. Ich glaube, wir haben Handys bekommen. Und Selfie-Sticks. Oha, wir bekommen wirklich Handys. Oh, ich hab's auch gekriegt. Oh mein Gott, das ist geil. Also, Berlin und wir. Willkommen im Team. Deinen Pin-Partner hast du bereits kennengelernt. Damit ihr euch richtig nähe kommt, bekommt ihr in nächster Zeit von uns immer wieder Aufträge. Jetzt geht's los. Deine erste Aufgabe. Besucht euch gegenseitig zu Hause, filmt und fotografiert, was euch einfällt. Viel Spaß. Alter, ist das geil. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Ich hatte diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, ich war jung und wild beim Wollen wir vielleicht einfach alle mal zusammen ein Gruppenfoto machen, also mit allen zusammen? Bis zum nächsten gemeinsamen Treffen haben alle eine Woche Zeit. Wann sie wen besuchen, bestimmen sie selbst. Was machst du? Ich will es jetzt nicht zu meiner Wohnung gehen, weil mein Zimmer ist noch nicht fertig. Ich werde noch malen, painten. Ich muss dich warnen, mein Zimmer ist ein absoluter Schweinestall. Es ist so unordentlich. Ich möchte auch gerne noch Akrams Haus sehen, aber ist ja eigentlich egal, in welcher Reihenfolge wir das machen, weil Hauptsache wir machen's. Ich denke, wir sind echt ein gutes Team zusammen, weil wir einfach die ganze Zeit Quatsch machen und aber zusammen Quatsch machen. Linus wohnt im Süden Berlins. Komm, raus. Milene ist unterwegs zu Bayern. Sie wohnt in einem Berliner Industriegebiet. Ich
fand es total niedlich, auch wie sie mir dann, wenn sie mich begrüßt oder verabschiedet, gibt sie mir dann immer ein Küsschen auf die Wange und das ist immer total niedlich. Bayan lebt derzeit in einer Turnhalle. Also ich denke, dass es dort in der Turnhalle sehr, sehr eng ist und dass da auch so schlechte Luft ist und ja, dass das Essen nicht so gut schmeckt wie zu Hause. Ad Famila, schlafen. In der unteren Sporthalle leben über 100 geflüchtete Menschen. Vor allem Männer, die sich allein auf den Weg gemacht haben. Und hier, schläfst du hier auch? What? Du schlafen hier? Ja, wo? Ja, schlafen. Und nein, Familie. Oben. In der Halle darüber sind Familien, Frauen und Kinder untergebracht. Viele von ihnen kommen aus den Kriegsgebieten von Syrien, wie Bayan. Hier lebt auch Bayan mit ihrem Vater, Tag ein, Tag aus, mit weiteren 100 Menschen. Also es ist ungewohnt, sowas zu sehen. Wo ist dein Papa? Ja, Baba. Dort hinten? Also ich habe mir das viel, viel schlimmer vorgestellt dort. Also es ist zwar schon sehr eng, aber ich habe mir das viel enger aneinander vorgestellt. Und ich hatte mir das auch nicht mit Hochbetten gedacht, sondern dass es einfach nur so eine Feldbetten wären. Marlena. Hallo, Milane. Alles gut? Ja. Kaffee? Nö. Nein. Kakao. 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 Also ich habe sehr, sehr gestaunt, wie denn der Papa die ganzen Sachen aus seinem Bett geholt hat. Er hatte sich dann so wie ein Regal gebaut und oben an dem Gitter war dann das ganze Besteck versteckt. Wie die dann auch unten die ganzen Kisten unterm Bett hatten, die waren ja dann auch irgendwie voll von irgendwelchen Sachen. Ich fand das so krass. Da sieht man wieder, dass sie halt viel zu wenig Platz haben. Also ich finde es eigentlich hier sehr, sehr laut. Und natürlich gibt es ja halt kleine Kinder, die auch sehr gerne mal rumschreien. Und ich glaube, ich würde das nicht aushalten. Findest du die Lautstärke schlimm? Also, weiß nicht, wie ist das? Die Lautstärke, ist das schlimm? Ist es laut? Na, kennt man so sagt hier. Als wir hier angekommen sind, war ich froh, dass wir endlich da waren. Ich war sehr erschöpft und wollte nur noch schlafen. Wir sind hier in der Unterkunft wie eine Familie und halten zusammen, als ob wir uns schon ewig kennen. Bayan hat eine Idee. Vielleicht kann das Smartphone beim Übersetzen helfen. Ich schreibe ihr das jetzt, was ich sie fragen möchte. Schreibe ich jetzt bei diesem Übersetzer ein. Doch die App hat ihre Tücken. Oh. Findest du hier schlechte Größe? Hä? Was bedeutet schlechte Größe? Wie übersetzt der nicht richtig? Was soll ich denn jetzt sagen? Hä? Bayan und ihr Vater sind erst seit 4 Monaten in Deutschland. Sie sprechen ausschließlich Arabisch. Nicht gut, Hajim. Nicht gut? Nicht gut. Nee, die Lautstärke findet ihr nicht gut? Nicht gut. Nicht gut. Wir haben vor ungefähr 15 Tagen Post bekommen, dass ich endlich bald in die Schule gehen darf. Ich möchte die Sprache gern schneller lernen und gebe mir Mühe. Das ist wichtig für meine Freundschaft mit Milane. Sachen hatte sie hier aus Deutschland, also sie ist mit nichts hergekommen. Bayan zeigt Milane ihren größten Schatz. Was ist das genau? Haare? Ja, Mama. Und wo ist deine Mama? Ja, Mama. Wo ist sie? Kannst du bitte für mich übersetzen? Die Lage ist kompliziert.
Übersetzer Hamad muss erklären helfen. Milen erfährt, Bayans Eltern sind getrennt. Die Mutter flüchtete früher aus Syrien als Bayan und ihr Vater. Ein Zusammenleben als Familie ist nicht möglich. Bayan hat ihre Mutter deshalb über ein Jahr nicht gesehen. Sie lebt derzeit in einer anderen deutschen Stadt. Ich bin schon ganz schön geschockt, weil ich würde es nicht aushalten, meine Mama nicht ein Jahr zu sehen. Und sie tut mir schon leid, weil sie ja nicht weiß genau, wo ist ihre Mutter dort und wie geht's ihr. Ich mache das halt sehr, sehr traurig, so, ja, so sie so zu sehen. Akram und Linus sind endlich angekommen. Das hier ist mein Haus. Hi. Hi. Ja. Das ist meine Mama. Du brauchst jetzt nicht mehr filmen. Hör auf zu filmen. Ja, das ist so. Grüß dich. Das ist. Hallo. Ja, okay. Also, soll ich dir einfach mal mein Haus so zeigen? Ja. Okay, cool. Also, das ist das Klo. Hier ist meine Küche. Wir haben auch einen Kamin. Hier ist so Wohnzimmer. Hier ist das zweite Wohnzimmer. Im Irak hatte ich ein sehr großes Haus. So ungefähr mehr als 200 Meter so. Ja, es war zwei Etagen und kann man auch aufgehen, auf dem Haus gucken, ja. Wenn man hier lang läuft, dann ist das halt mein Zimmer. Ein klein bisschen chaotisch. Ja, mega geil. Das ist ja, ein schönes Haus. Schau mal hier, das ist mein Workspace. Hier arbeite ich an Sachen. Ich kann dir mal zeigen, was ich gestern gemacht habe. Ich bin Linus und das ist meine Geschichte. Am 30. Januar 2003 wurde ich in diese Welt geboren. Ich bin Linus. Wenn ihr mein ganzes Video sehen wollt, dann schaut auf zdftv.de. Akram und ich dann da im Zimmer standen und er dann am Launchpad und ich an der Gitarre, dann da hat es einfach direkt geklappt und ist ja nicht bei jedem so, also das war echt gut. Aber richtig schlecht gehalten, du hast mir so, irgendwie so ist nix einfach. Ich kann hier nicht, es ist ein bisschen schwer. Hallo, das ist voll gut, du machst es viel besser als ich, alles ist immer so. Ja, das war sehr schön. Ja, das ist krass. So, danach. Musik spielt auch für Bayan eine große Rolle. Ich mag Musik sehr gern. Musik macht mich glücklich, wenn ich traurig bin. Ich höre ja nie so Arabisches, aber ich fand es total cool, wie sie dazu auch abgetanzt ist und mich einfach an die Hand genommen hat und mit mir getanzt hat. Das war schon cool, ja. Musik funktioniert ohne Übersetzer, auch wenn sie noch so unterschiedlich ist. Und das seht ihr nächstes Mal. Salam alaikum. Hallo, schön. Salam alaikum. Al-Salam, sag mal. Hey, Salam. Al-Salam alaikum. Er kann das alles schon. Er kann das. Engdula. Mein Partner.